Und jetzt kommen zwei faszinierende Männer zu uns. Dass sie es geschafft haben, so was Sperriges wie Physik zu einem ja heiteren Volksfest werden zu lassen, das macht ihnen so schnell keiner nach. Zahlreiche Bücher, zahlreiche Programme zeugen von ihrem großen Erfolg. Sie kommen, sind eigentlich zu dritt, heute kommen sie zu zweit. Begrüßen Sie bitte die schärfste Science Boy Group der Milchstraße, Heinz Oberhummer und Martin Puntigam. Heinz Oberhummer, Martin Puntigam. Heinz Oberhummer. Ja, und man sieht es schon, was der Puntigam in seinen Händen hat. Das ist ja das, was einem sofort als erstes auffällt, wenn man Science Buster sieht. Dieses unglaublich ekelhafte T-Shirt, das du da trägst. Mit den Nippeln auch. Und das ist offensichtlich... Die Nippel habe ich nicht mitgebracht, bitte selber erzählen. Ach Gott, das ist... Aber das ist wirklich schön. Das sagt man selten zu Kleidungsstücken, aber zu denen wahrscheinlich auch zum ersten Mal, aber es ist wirklich schön. Ich finde das ja immer wirklich sehr, sehr beeindruckend, dieser extreme Mut zur Hässlichkeit. Nicht bei Ihnen jetzt oder bei Werner Gruber, sondern bei Martin Puntigam, also sich extra noch hässlicher zu machen. Also das würde eh reichen schon, aber das hat ja Funktion. Ach so? Nämlich, die Leute kommen ja mit all ihren Gedanken in die Show zu uns ins Theater, haben gestritten vorher, sind gekündigt worden oder haben fast jemanden zusammengeführt oder es war schön, gibt's ja auch, und haben den Kopf voll mit anderen Gedanken und dann komme ich auf die Bühne als hypertrophierte Knackwurst, die gern Automatenkönig wäre und die Menschen denken sich dann, um Gottes Willen, kann ich bitte sofort erblinden oder Gott sei Dank habe ich dessen Probleme nicht und die Show kann beginnen, weil sie sind bei uns. Ja. Das heißt, du bist therapeutisch unterwegs eigentlich? Nein, es hat ganz praktische Gründe. Und reibst du die Brustwarzen mit Eiswürfeln ein vorher? Oder wie? Nein, das sind ja... Okay, ja, die meint ja, die nicht echten. Aber die nicht echten muss man ja nicht... Die muss man nicht einreiben, die kann man so verwenden. Die sind. Hat es eigentlich physikalisch betrachtet einen Vorteil, kleiner zu sein als Mensch? Sicher, also jedes Lebewesen auf der Erde... hat Vorteile dadurch, dass es klein ist. Also zum Beispiel gibt es ganz kleine Lebewesen wie das Bärtierchen. Das ist was? Mein Bärtierchen. Bärtierchen. Und das ist ein ganz winziges Lebewesen, so ein tausendstel Mal kleiner als alle anderen Tiere, hat aber genauso Augen, Mund, Verdauungssystem, Nervensystem. Und dieses Bärtierchen widersteht allen schlimmen Sachen im Universum. Zum Beispiel kann das Kälte ertragen, bis minus 40 Grad. Oder Hitze. Weil es so klein ist? Nicht, weil es so klein ist, weil es einfach überleben will in dieser Umgebung. Ja, überleben wollen würde ich auch, aber mir wäre kalt. Aber Sie können das nicht. Zum Beispiel habe ich 140 Grad Celsius positive Temperaturen. Also das ist ein und für sich schon gekocht, trotzdem lebt es weiter. Ja. Könnte Christine, wenn wir beide in einem Kochtopf wären, würde sie länger leben als ich? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, weil, cool. Da kommt es dran auf das Oberfläche zum Volumen. Und aha, das auch kleine Tiere können ja, der Christian und Stermann können nicht fliegen, kleine Tiere können fliegen, Vögel. Und bis zu einer gewissen Größe. Ja, aber es gibt auch viele kleine Tiere, die nicht fliegen können. Es gibt auch kleine Tiere. Christine Urspruch zum Beispiel. Ja, aber ich meine noch kleiner. Es gibt eine gewisse Maximalgröße für Tiere, die fliegen können. Also die Großtrappe. Man merkt sofort das humoristische Talent auch von Ihnen, Herr Oberhummer. Sie sind Atomphysiker. Sie, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, waren Sie sogar mal für den Nobelpreis nominiert. Ja, das ist ein Gerücht. Es gibt ja keine offiziellen Listen von den Anwärtern zum Nobelpreis. Ein Gerücht, das von Ihnen lanciert worden ist? Nein, aber fairerweise sagen, auch nicht bestritten. Ja, natürlich. Man ist eitler als Wissenschaftler. Und das haben Sie das bekommen, weil Sie immer diesen kleinen Kothaufen dabei haben? Nein, also ich habe... Moment, welchen kleinen Kothaufen? Er trägt immer Kot am Körper. Habe ich jetzt... Ja, Entschuldigung. Habe ich jetzt... Nein, nicht von ihm. Muss man erklären, ja. Also ich habe zu Hause, ich wohne in Dunkelsteinwald, im tiefsten Niederösterreich, und dort haben wir Alpakas. Was sind Alpakas? Die sind so die kleinen Lamas, halb so groß, mit der besten Wolle der Welt. Sehr kleine Lamas. Heißt das. Viele haben so eine gleiche Farbe wie Sie. Also schöne Haare. Schöne, wunderbar. Aber das ist die beste Wolle der Welt. Edelhaar heißt das. Ja, Edelhaar. Ja. Ja. Und Edelhaar. In diesen Bämmerl, also was hinten rauskommt. Bei beim Stermann? Nein. Also. Sie haben nicht meine Bämmerl dabei, das glaube ich Ihnen.
in diesem Bämmel, und da gibt es das widerstandsfähigste Bakterium der Erde, nämlich Deinococcus radiodurans heißt das. Im wissenschaftlichen Bereich nennt man das auch Conan-Bakterium. Da hat es einmal einen Film gegeben mit unseren Auslandsösterreichern. Ja. Conan der Barbar. Ja, und ja. Da hat auch hat alles überlebt. Und diese, da drinnen gibt es eben diese Bakterien in die Bämmel, und die können bis zu der tausendfachen Radioaktivität überstehen, die für alle anderen Lebewesen tödlich wäre. Wahnsinn. Lieber Herr Oberhummer, meine Eingangsfrage ist noch ungestellt. Was mich interessiert, hat die Wissenschaft die Komik entdeckt oder die Komik die Wissenschaft? Wie habt ihr euch gefunden, ihr drei? Werner Gruber ist ja nicht da. Also ich war ja... Ich wollte Herrn Pundigam fragen. Entschuldigung. Ja. Ich übernehme gern, er war ja... Also er ist emeritiert worden, als letzter großer Karriereschritt, hat er mit Bravour genommen. Also entlassen? Ja, verräumt im Wesentlichen, ins Austragstüberl verschoben. Und das klingt ein bisschen wie ein Altherrenwitz, aber es dürfte stimmen. Ich habe mich heute nochmal vergewissert, seine Frau hat gesagt, Heinz, was mache ich jetzt mit dir zu Hause den ganzen Tag? Woraufhin... Bämmern sammeln. Ja? Mittlerweile, der hat es damals noch nicht gegeben, dem Vernehmen nach. Und dann hat er sich überlegt, er möchte gern Menschen erzählen, wie interessant Physik ist. Ja. Das hören ja viele. Aber wieso hast du das erfahren? Weil ich vor vielen, vielen Jahren aus ganz anderen Gründen mich mit Physik beschäftigt habe. Also ich habe eine ganz normale Jugend hinter mir. Physik bei mir in der Schule war ungefähr so spannend wie ein eitriger Steißbein-Zwilling, so beliebt. Also das gibt's, ist unangenehm, ich möchte damit nichts zu tun haben. Da haben wir sicher nach der Matura, das war's wohl. Aber ich bin dann beim Programm, das ich gespielt habe, auf die Elementarteilchenphysik gestoßen, weil die Physiker zum Teil so wahnsinnige Angeber sehen. Mhm. Also die höchste Energie, der größte Beschleuniger, die komplizierteste Maschine und so weiter. Macho-Typen halt, ja. Ja, also, so Superlativ-Junkies und... Und das ist aber so eine komische Welt. Das sind fast nur Menschen, Männer, schön, Menschen sowieso. Fast nur Menschen. Fast nur Männer, die Physik-Nobelpreis-Gewinner, fast ausschließlich Männer, ja. Die aber in so einer komischen Spielzeugwelt forschen. Da gibt es Bosonen, Hablonen, Leptonen, Quarks und so weiter. Und es ist eine Männerwelt, in der die Beschleuniger alle so Akronymnamen von Frauen haben. So Petra, Hera, Doris. Das heißt, ihre Spielzeuge nennen sie alle nach den Frauen, die sie nie sehen, weil sie die ganze Zeit arbeiten. Und das war eine Welt, die hat mich interessiert, was sind das für Menschen? Das hat dich berührt einfach. Ja, ich bin mehr so in den Zoo gegangen, um mir das anzuschauen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass Physik spannend ist. Und Elementarteilchenphysik im Rahmen dessen, wie ich es zu verstehen imstande bin, also das meiste verstehen natürlich nicht, ist toll. Und Sie wollten aber auch auf die Bühne, oder? Ja, es war so, ich wollte eine Wissenschaft, die ist ja an und für sich uninteressant, langweilig, schwierig zu verstehen. Und da habe ich gedacht, das muss man als Kabarett tarnen. Mhm. Und da braucht man Kabarettisten. Mhm. Und da habe ich mich erinnert, bei einer Geburtstagsfeier von meinem früheren Chef, da hat er ein Abquark gespielt, das ist so ein Elementarteilchen. Und da habe ich gedacht, Quark. Das ist so wie bei euch, ein Topfen heißt das in Österreich, Quark, ja? Ja und das schon. Ist auch ein Teilchen. Ja, das geht ganz leicht, weil niemand weiß, wie es ausschaut. Das kann man sich aussuchen. Ja. Und da hat er das gespielt und habe ihm erinnert, der interessiert sich für Physik. Ah. Und dadurch habe ich angerufen und schon. Und, wie kam Werner Gruber ins Spiel? Ah, da habe ich schon gewusst, dass der so tolle Sachen macht, Kochkurse und Papierflieger. Und man braucht eine Kunde. Kochkurse und Papierflieger. Auf das kann man Werner Gruber reduzieren. Das würde er gerne hören. Aber hättet ihr auch Andi und Alex theoretisch nehmen können. Ne? Das klingt für mich, dass die Stimmung Backstage bei euch, bevor ihr Science Busters aufhört, 1A ist. Ihr versteht euch hervorragend. Oder viel lustiger als auf der Uni. Viel, viel lustiger als da im Kabarett. Wisst ihr selbst, oder? Na, wir waren hier auf der Uni. Und wie fahrt ihr, wenn ihr unterwegs seid, fahrt ihr dann mit einem Tourbus? Also, weil ihr tretet ja viel in Deutschland auch auf, das weiß ich. Ja, teils. Also und viel Material auch mit, oder? Wir haben einen Zug, wir haben einen Haufen Dinge mit, mit denen man natürlich viele Flammen und Explosionen braucht. Ja, Stichwort Flammen, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm von Science Busters hier. Weil wir Science Busters uns aber als Aufgabe gemacht haben, Dinge immer so anschaulich darzustellen, dass sich wirklich jeder und jede ein Bild davon machen kann, haben wir das Modell Bombardierkäfer wird vom Frosch attackiert, auf 200 Atü für sie aufgeblasen. Das heißt, auf der einen Seite ein Bombardierkäfer, der sich gerade bewaffnet, und auf der anderen Seite kommt der Silberfrosch aus Obertauern und möchte gerne jausnen.
das freue mich schon den ganzen Tag. Kommando gilt. 3, 2, 1. Da schaut er gar nicht so ungefährlich aus. Ist schon mal was passiert bei einer Vorstellung? Nein, weil Werner Gruber sehr guter Experimentalist. Naja, Moment, er war bei uns auch mal zu Gast, Werner Gruber, und er hat hier mit Säure Wohnung gearbeitet und Dagmar Koller praktisch verätzt. Und wir mussten sowohl Dagmar Koller als auch den gesamten Boden neu machen. Ja, das war flüssiger Stickstoff, das ist weit entfernt von einer Säure. Und der reagiert halt mit Wärme und der Boden ist schleißig da. Ja, stimmt. Ja, das waren eh wir schon. Der Erfolgslauf geht weiter. Dieses Buch ist jetzt auch relativ neu, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Ja, im Herbst ist es rausgekommen. Gedankenlesen durch Schneckenstreicheln. Was ist das für ein Titel? Das handelt von Tieren, das ganze Buch. Und wir wollten ja die Tiere verwenden, damit man sich der Physik nähert, weil jeder Österreicherin und Österreicher ist tierliebend. Da gibt es hunderte Sendungen. Naja. Und das wollten wir ausnutzen. Aber wenn man das Buch gelesen hat, ist man nicht mehr so tierliebend. Da geht es zum Beispiel um die Art, wie Heringe kommunizieren. Wie Buben im Schulskikurs Schlafzimmer halt. Ja, aber ausschließlich, oder? Wie meinst du das? Ja, aber sie zünden es nicht an. Ja, sie furzen. Sie kommunizieren, indem sie blähen. Ja. Und das macht sie nicht so richtig sympathisch, oder? Das Gefühl, dass du schwimmst und unter dir sind Tausende von Heringen, die durchgehend furzen und dann lachen, oder? Ja, es ist eine kulturelle Barriere sicher zum Menschen, weil... Lachen ist ein gutes Stichwort. Können Tiere lachen? Ja, angeblich schon, ja. Es gibt Tiere, die lachen. Wenn man sie kitzelt, lachen sie auch. Man weiß aber nicht genau, wie beim Menschen, wie beim Tier, warum Säugetiere lachen. Das ist nahezu ungeklärt. Welches Tier lacht, wenn man es kitzelt? Ich glaube, Ratten kann man kitzeln, dann lachen sie. Ne? Echt? Oder Pudel dann wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich Primaten. Vögel genauso, aber nicht, weil ein Schnabel kann nicht lachen. Das ist richtig. Ja, das ist. Wird der Erfolgslauf von Science Busters so weitergehen? Antwort ja, kann ich mir selber geben. Was passiert, wenn einer der beiden Wissenschaftler eines natürlichen Todes ausscheidet? Gibt es da Nachfolger? Wenn er stirbt, oder verschweigen wir das Lahn und kassieren die Pension weiter. Aber ich denke mal, das Universum ist ja fast 14 Milliarden Jahre alt. Also wir werden noch lange das machen. Ja, hoffen wir. Das Gefühl kann man nicht vorstellen, dass die Science Buster eines Tages aufhören. Das heißt, die Stimmung ist gut, die Programme werden weitergehen. Es ist überhaupt kein Abfall zu merken. Die Leute strömen rein. Das Buch ist ein Bestseller. Darf ich noch etwas zu sagen? Selbstverständlich, Herr Oberhummer. Hier, das ist nämlich Schneckenstreicheln, das ist so weich, so samtig, das kann man streicheln, wenn man nicht lesen will. Vor dem Schlafen gehen, braucht man nicht lesen, sondern kann das Buch lesen, bis man heute einschlafen. Ja, ab nächsten Dienstag wieder zu sehen, Science Busters nach uns in der Dienstagnacht und im Rabenhof. Bis Ende Mai, aber eben erfreulicherweise, und weil wir eh gern angeben und dick auftragen, restlos ausverkauft, also ab Herbst wieder. Alles klar. Kommen Sie trotzdem, schlagen Sie irgendwie nieder, der reingehen will, und klauen Ihnen die Tickets. Busters Abend ist ein tatsächlich gewonnener Abend, und ich bitte Sie, alle Theaterproduktionen von Christine Urspruch zu besuchen, und wir erleben dich ja Gott sei Dank weiter im Tatort. Möchte mich herzlich bedanken für diesen sympathischen Besuch bei Christine Urspruch, Martin Puntigam und Heinz Oberhummer. Vielen Dank.